Eine verzweifelte Familie. Ja, es gibt vielleicht auch Menschen. Eine großzügige Spende. Und ganz große Gefühle beim Frankfurter Bahnbabo. Guck mir in die Augen, dann weißt du, wie es mir geht. Schau dir diese Augen an. Normalerweise kennen die Frankfurter ihren bekanntesten Straßenbahnfahrer Peter Wirth, besser bekannt als der Bahnbabo, so. Muskelprotz, Gelenkigkeitswunder und immer gut gelaunt. Der Bahnbabo. In Frankfurt ist der Bahnbabo längst eine Berühmtheit. Als unser Reporter Yannick Schäfer ihn jetzt zum zweiten Mal besucht, zeigt uns der Straßenbahnfahrer aber noch eine ganz andere Seite von sich. Ja, heute ist richtig, richtig ernst. Und es geht um eine Familie, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens steht. Ich muss sagen, dass ich da auch ein bisschen Probleme habe mit meinen Emotionen. Es ist, ja, gehen wir rein. Immer wieder spendet Peter Wirth große Teile seines Gehalts an den Verein Mein Lichtblick, der schwerkranken Kindern hilft. Und das, obwohl er selbst nicht viel Geld verdient und zusammen mit seiner Frau in einer Einzimmerwohnung lebt. Heute möchte er Familie Arme Krane helfen. Wir haben hier zwei Kinder und diese beiden Kinder sind schwer gezeichnet von der Kinderdemenz, sind mittlerweile ans Bett gefesselt, können nicht mehr aufstehen. Und wir brauchen für diese Kinder sogenannte Lagerungskissen, damit die sich nicht auflegen. Leider werden diese Kissen der Familie nicht bezahlt von dem Gesundheitssystem. Sodass ich gesagt habe, ich möchte ihr helfen und ja, ich mache das auch. Leichter Gang für den Bahnbabo. Trotzdem macht er sich auf den Weg, um zu helfen und kommt kurze Zeit später bei Familie Arme Krane an. Bis vor ein paar Jahren führen die heute 10-jährige Rehena und der 8-jährige Amir noch ein unbeschwertes Leben, bis vom Arzt die Schockdiagnose Kinderdemenz kommt. Als die Diagnose kam, habe ich erst mal für mich gedacht, das kann nicht sein. Weil parallel erzählt er uns, ihr Kind ist krank, ihr Kind wird sterben. Ich sehe aber, mein Kind klettert da den Stuhl und den Tisch hoch. Das ist eine Erkrankung, wo die Kinder einfach normal auf die Welt kommen, sich ganz normal auch entwickeln und so ab dem 5., 6. Lebensjahr ganz kleine Rückschritte machen. Und irgendwann dann natürlich alles verlernen, was sie einst konnten. Und irgendwann verlernen sie dann auch das Atmen und versterben dann letztendlich dran. Damit Rehena und Amir wenigstens bequem liegen können, werden jetzt spezielle Lagerungskissen benötigt und die kosten satte 5.600 Euro. Die Krankenkasse übernimmt diese Kosten aber nicht und vieles andere auch nicht. Jeden Monat brauchen die Kinder ein spezielles Medikament für 7.000 Euro. Weil das in Deutschland aber noch nicht offiziell zugelassen ist, muss die Familie auch diese Kosten selbst stemmen. Und sogar ein lebenswichtiges Gerät zahlt die Kasse erstmal nicht. Die haben uns tatsächlich, ich glaube, circa 3 Monate ohne Beatmungsgerät gelassen. Ne? Weil die gesagt haben, zahlen wir erstmal nicht, das muss jetzt erstmal zum Gutachter und hin und her. Was aber mit dem Kind zu Hause passiert, das hinterfragt dann dort auch keiner. Ne? Also man hat schon so ein schweres Schicksal, aber man wird dann nochmal alleine gelassen von den Krankenkassen. Erst nach mehreren Monaten zahlt die Krankenkasse zumindest das Beatmungsgerät doch noch. Wie kann das sein? Wir fragen bei der Kasse nach und die zeigt sich durchaus reumütig. Rehena war einige Zeit unterversorgt und das hätte nicht passieren dürfen. Der gesamte Vorgang hat lange gedauert, das müssen wir eingestehen. Zu lange. Was wir daraus lernen? Wir werden ab jetzt einen engeren Kontakt zur Familie halten, um solche Situationen künftig zu vermeiden. Ob dieser engere Kontakt wirklich zustande kommt, werden wir natürlich verfolgen. Fakt ist aber, neben den teuren Medikamenten muss die Familie auch die notwendigen Lagerungskissen erstmal selbst zahlen. Doch es fehlt das Geld. Deshalb greift der Bahnbabo heute unter die Arme. Das macht mich sehr traurig. Und deswegen gehe ich privat in die Initiative und gebe 500 Euro aus meinem Gehalt. Wow, 500 Euro. Der Anfang ist gemacht und Mama Kadija erlebt endlich mal wieder einen kleinen Glücksmoment. Das ist natürlich wunderschön, ne? Wenn es so Menschen gibt, die einem eigentlich gar nicht nahestehen, gar nicht kennen und aber sagen, ich lebe selber bescheiden, aber ich möchte was Gutes tun in dieser Welt. Und der Bahnbabo ist überzeugt, von solchen Menschen gibt es noch viel mehr als nur ihn selbst. Deswegen bitte ich euch, helft mit, dass diese Kinder ein bisschen länger bei ihren Eltern sein können. 5.600 Euro werden für die Spezialkissen benötigt. Und wenn sich neben dem Bahnbabo noch ein paar weitere Spender finden, können Amir und Rehena vielleicht schon ganz bald endlich bequemer liegen.
mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.